befinden uns in einer alten Munitionsanlage. Das heißt, hier wurden früher Munition für den Krieg, für Granaten geschaffen, 8-8 für die Luftwaffen, ehemalige Munitions-Luftwaffen-Hauptanstalt. Also wenn ich hier bin und hier durchlaufe, dann stelle ich mir vor, wie war das 1936 bis 1945? Es waren bis zu 3000 Arbeiter hier, auch Zwangsverpflichtete, in einem Wald, der voller Bunkeranlagen war, voller Munition, circa 10 Kilometer entfernt von Illesheim, vom Flugplatz, der mit der Munition versorgt wurde. Ich will keine Kriege, ich will Frieden, wie jeder andere auch. Deswegen wurde ich auch Soldat, damit ich den Frieden verteidigen kann, wozu die Bundeswehr da ist. Wir sind eine Friedensarmee und wir Reservisten bzw. auch die Soldatenvereine arbeiten dafür. Es gibt einen guten Spruch, der sagt, wer keine eigenen Soldaten hat, zahlt für andere Soldaten. Also es sind immer Soldaten da und wenn wir uns nicht verteidigen, würden wir vielleicht auch von anderen eingenommen werden. Man sieht, dass die Kriege nicht aufhören. In Afghanistan sind immer noch Soldaten im Einsatz, die auch für unser Land dort vor Ort dienen. Teilweise sogar Reservisten. Die Soldatenvereine, die sprechen aus der Erfahrung, was Krieg ist, wie sie ihre Sachen verarbeitet haben. Und diese sogenannten Kriegerdenkmäler, die weisen ja darauf hin, auf die Leiden des Krieges. Und dadurch setzen sie sich für den Frieden ein, weil wären sie nicht da, wer würde darauf noch hinweisen? Man würde vielleicht mal in einem Geschichtsbuch oder sowas sehen, aber die Vereine halten das am Leben, diese Erinnerung, und weisen jedes Jahr darauf hin, ganz besonders am Volkstrauertag, dass so etwas nie mehr passieren soll. Soldatenvereine waren früher die Kriegervereine. Nach den Napoleonischen Kriegen sind sie meist gegründet worden. Und die betreuen immer noch Soldaten und unterstützen die Bundeswehr nach bestem Wissen und Gewissen. Die Soldatenvereine's Aufgabe ist die Traditionspflege und auch die Erinnerung und die Mahnung, das sieht man jedes Jahr am Kriegerdenkmal, an den Kriegen, dass keine neuen Kriege mehr kommen und die Förderung des Zusammenhalts, beziehungsweise auch wenn Soldaten mit posttraumatischem Syndrom zurückkommen, die zu betreuen. Die Vereine Mark Bergel und Fürstmeiers Kreuz sind die ältesten im Landkreis. Sie wurden 1871 gegründet. Also im Landkreis, schätze ich, sind es um die 50 Vereine, wovon circa 30 noch bei uns im Bayerischen Soldatenbund aktiv sind bzw. Mitglied sind. Es gibt noch viele Freie. Es gibt noch zwei weitere Vereinigungen. Das eine ist Kreisvereinigung Uffenheim, das andere ist Kreisvereinigung Neustadt-Aisch. Diese Vereinigungen sind auch die meisten Vereine bei uns beim BSB Mitglied. Und das, ja, genaue Zahlen kann man da nicht mehr sagen. Das Schlimme ist, es lösen sich auch immer mehr Vereine auf. Es ist ein großer Mitgliederschwund. Wir haben jetzt beim BSB im Kreis noch ca. 1000 Mitglieder. Am meisten sind sie sichtbar, wie schon angesprochen, am Volkstrauertag. Da stehen sie auf die Ehrenposten und kümmern sich um die Ausgestaltung des Volkstrauertages zur Mahnung und Erinnerung an die Kriege. Dann Sammlung für Kriegsgräberfürsorge wird auch großteils jetzt von den Soldatenvereinen übernommen. Und es werden halt viele Familienfeste oder Ähnliches gemacht. Früher war der Soldatenverein die Familie für den Soldaten, wo er seine Probleme besprechen konnte vom Krieg, weil er es nicht mit nach Hause tragen wollte. Die modernen Vereine sind jetzt Familienvereine, wo die Familien zusammen was unternehmen. Es gibt viele Gründe, warum man in einem Soldatenverein Mitglied machen kann und warum das bereichernd ist. Ein Grund sitzt vor Ihnen, das ist die Uniform zu tragen, mit Stolz zu zeigen, dass man dazugehört. Viele weitere Gründe sind dieser familiäre Zusammenhalt, diese Familienfeste, die Erinnerung, die Mahnung und die Traditionspflege in den Ortschaften. Man sieht, die Soldatenvereine sind mehr aktiv in kleinen Ortschaften, nicht so sehr in großen Städten. Neustadt-Aisch zum Beispiel hat keinen mehr. Mitglied machen ist bei den Vereinen vor Ort, ist am einfachsten, man fragt im Ort nach. Ansonsten, wie auf der Webseite des Bayerischen Soldatenbundes, findet man sehr gute Ansprechpartner. Da ist aufgegliedert, welcher Verein wo ist, wer kreismäßig zuständig ist. Ich bin zum Beispiel der Kreisvorsitzende vom Bayerischen Soldatenbund. Ich bin auch leicht auf der Webseite vom Bayerischen Soldatenbund zu finden. Dann kann man sich im Kreis über mich informieren. Ich kann dann sagen, welcher der nächste Verein im Ort ist oder weitere Informationen geben.